Damn. So, Nick, wie weit bist du denn? Hast du es ja nicht mal fertig? Ja, noch nicht, aber ich bin ja auch noch in der Ausbildung. Ich kann das noch nicht so schnell wie du. Taktsam. Wir sind heute hier, wie man unschwer erkennen kann, am Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Und heute geht's um die Firma Kögelbau. Und ich habe mir einfach mal die Anna geschnappt. Anna, du machst eine Ausbildung hier. Was genau, wie bezeichnet man deine Ausbildung? Ich mache eine Ausbildung zur Stahlbetonbauerin. Im dritten Lehrjahr bin ich jetzt. Okay, und was gehört zu deinen alltäglichen Aufgaben? Was machst du hier? Also eigentlich viel Schalung, Bewehrung. Hier sieht man... Bewehrung kannte ich vorher nur von Barbara Salisch. In Annas Fall bedeutet das das Verstärken von Beton durch ein Stahlskelett. Einfach gesagt formt Anna Beton. Aber das ist nicht alles auf der Baustelle. Und was gibt's noch für Berufe? Ja, gerade für die Männerwelt ansprechend haben wir die Sachen im Tiefbau, Straßenbau, Kanalbau, Baugerät, Führer, so Baggerfahren und sowas. Donnerwetter, das will ich sehen, das möchte ich mir gerne angucken. Okay, da hatte mich Anna. Bagger, Kran oder Radlader. Bin ich natürlich alles schon gefahren. Nichts Besonderes. So, jawohl. Das ist eine Maschine für den Papa. Und wie komme ich jetzt hier? Was machst du denn da? Du musst schon auf die Fahrerseite. So, okay. Ja, das wusste ich natürlich. Ne? Es ist ja klar, dass man links einsteigt. Das ist ja selbstverständlich. Ja, und wie mache ich das Ding jetzt an? Mit dem Schlüssel. Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase fühlte ich mich am Kaiser Wilhelm wie zu Hause. Für Anna ist es natürlich etwas Besonderes, an einem der Highlights im Kreis Minden-Lübbecke zu arbeiten. Egal ob Beton, Stahl, Maschine, Kanal oder Straße. Die Firma Kögel, einer der vielseitigsten Ausbildungsbetriebe in der Gegend. Ja super, machst du gar nicht so schlecht. Lass uns doch mal da hinten hinfahren. Also eins kann ich dir auf jeden Fall sagen, Anna, vor deiner Ausbildung habe ich eine Menge Respekt und ich respektiere das auch, dass du bist das, kennst du noch aus dem Bekanntenkreis irgendwen von deinen Freundinnen, die was Ähnliches machen oder von anderen Firmen? Alle studieren, sitzen im Büro. Okay. Sowas. Also meinen Respekt hast du auf jeden Fall. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Danke. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke euch auch.